U-Bahnhof Samariterstraße. Neonazis stechen tödlich auf Silvio Meyer ein, den linksalternativen Aktivisten und Hausbesetzer. Kein Vergeben, kein Vergessen. Mit dieser Botschaft sind am Nachmittag über 1000 Menschen durch Friedrichshain gezogen. Die Teilnehmer gehören überwiegend der linksalternativen Szene an. Die größte regelmäßig stattfindende Jugend-Antifa-Demo startete auch heute am U-Bahnhof Samariterstraße. Die Demonstration wird wurde wie in jedem Jahr von einem starken Polizeiaufgebot begleitet. Es blieb aber alles friedlich. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus den Weltkapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeißt die Knarre weg, Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind hier. Bist du pessimistisch, wenn ja, du in der Zukunft ein Leben dich vorstellst? Für das, was mir jetzt gerade passiert, was diese ganze Okkupation und so weiter, da bin ich sehr pessimistisch. Weil dieses System wollte ich nie. Wolltest du kämpfen bis das letzte Ende? Ja, ich glaube schon, weil es ist mein Zuhause. Ich will nicht, weil irgendein Typ sagt, das ist sein Besitz, will ich hier nicht rausgehen. Weil er hat kein Recht, dieses Haus zu besitzen. Kein Vergeben, kein Vergessen. Alljährlich am 21. November versammeln sich linke und autonome Gruppen zur Mahnwache am Tatort und einem anschließenden Gedenkmarsch gegen Rechtsextremismus und Rassismus.